gesagt, das sind ja auch die Basic-Dinger, die Vanilla-Dinger. Müssen sowieso Chemikalien erstmal herstellen und so weiter und so fort. Es geht mir nur um die Abfolge erstmal. Ne, das wird jetzt sowieso nicht produziert werden, weil wenn es hier alles aufzubauen, jetzt wäre ein bisschen... Oh, dann müsste man die Kernbrennstoffe exportieren. Hat er keine Anschlüsse mehr oder was? Die müssten wir dann zum Kraftwerk transportieren. Apropos Kraftwerk, gucken wir mal bei den Kraftwerkgeschichte. Nehme ich mal ruhig die Vanilla-Geschichte. Sind wir auf der sicheren Seite erstmal. Mit der Atommod kannst du mit 2 Autominen 3 Oxidfabriken füttern und dann mit wiederum 6 UFC-Fabriken. Okay, das ist gut zu wissen. Boah. Kühlturm. Muss man da Kühltürme anbauen? Wahrscheinlich, ne? So, dann würde der ganze Krempel hier rüber gehen. Ah. Dann würde der ganze Krempel darüber gehen. Heute ist, wie gesagt, eher so ein bisschen Testrunde. Also, Ed, am besten so früh wie möglich auf Tschernobyl umstellen. Alter. Bei der Mod nicht. Okay. Ja, das ist aber jetzt nicht die Mod jetzt, die ich hier hinklatschen wollte. Ich wollte eigentlich mal ganz kurz die Vanilla-Variante hinballern. Um mir das mal anzugucken. Kernkraftwerk mit 2. Ah, verstehe. Und dann kommen... Ah, Alter, was ist das für ein Riesen... Hä? Eingang, Ausgang? Hä? Wieso muss ich denn 2 Eingänge und Ausgänge... Das verstehe ich nicht so ganz. Muss ich einen Eingang und einen der haben, der reingeht und einen, der rausgeht? Oder was ist hier los? Das ist allerdings das Gebäude für die Kernbrennstoffe unrealistisch. Ganz kleines Teil mit 200 Tonnen Output. Weil das verstehe ich jetzt hier nicht so ganz. Der hat hier einen Ausgang, einen Eingang. Braucht man da ja, so ist du. Ja, ist so. Damit hast du eher weniger Stromprobleme. Ja, beim Kraftwerk ist das immer so. Also du brauchst einen für einen Eingang und einen für einen Ausgang, ja? Kühltürme. Na gut. Na gut, dann kriegt man einen Eingang, einen Ausgang. Und dann wird das Ganze wahrscheinlich hier mit den Pipelines. Kühlrohrverbindungen herstellen, okay. Rohrpumpe. Underground Pumping Station. Ach, schau an. Warm raus, kalt rein. Okay. Aber die müssen nicht miteinander verbunden werden, ne? Die beiden Kühltürme. Das passt schon so. Wie gesagt, ich habe die noch nie gebaut irgendwie. Hat sich bisher nie ergeben. Nein, passt so. Okay. Sehr schön. Was wollte ich denn jetzt machen? Naja, ich will ja da Energie. Das ist jetzt nur optisch hier, ne? Also nicht... Das ist jetzt nur optisch, was ich jetzt hier mache. Also irgendwie erinnert mich das jetzt an die Serie Tschernobyl. Die übrigens eine sehr gute Serie ist. Die mal auf Pro7 lief. Eine sehr, sehr gute Serie. Echt gut gemacht gewesen. Hätte ich nicht gedacht. Oh, und damit würde dann die Atomanlage hier stehen. Das ist schon echt... Also es ist...
Wie viele Türme du brauchst, siehst du an der Anzahl der Anschlüsse am Kraftwerk. Okay. Ja, in dem Fall 4. Der hat 4 Anschlüsse. Wenn du 2 Reaktoren hast, brauchst du 2 Kühltürme. Wie viele Türme? Okay. Ja, das ist schon der mit 2 Reaktoren. Ja, mit 2 Reaktoren. Dann 2 Türme. Ja, also, ne, also guck mal, das ist schon... Eieieiei, aber Atomproduktion ist teuer. Wie Körnel geschrieben hat. Atomproduktion ist teuer, wegen der Chemiegeschichte. Wir müssen wirklich viel, viel Chemikalien produzieren. Und Chemikalienproduktion ist so eine Sache. Ist genauso elendig wie das Thema mit Landwirtschaft. Wenn ich hier mal gucke, Fabrik. Warte, Elektronik, Kellerbrauerei. Oh, Kellerbrauerei. Das wäre was für Lukas. Ich guck mal ganz kurz. Polyester und Nylon. Ich guck mal, ob wir hier was haben für Chemikalien. Es gibt Modstürme, die haben einen Ausgang auf der gleichen Seite. Ist schöner zum Anschließen. Okay, gut zu wissen. Asphaltanlage. Warte mal, ich guck mal gerade wegen der Chemiegeschichte. Chemical Lab schafft 0,075 Tonnen Chemikalien am Tag. Das ist ein Witz. Also das ist ein Witz. Mit dem einen in den Turm rein zum Kühlen, dann raus aus dem Turm und zum Kraftwerk zurück. Ah, okay. Aber nur, wenn es nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut wird. Ah ja, hat er mitbekommen. Hier, die Kabit-Fabrik. Das ist das Einzige, was Sinn macht, um meiner Meinung nach genug Chemikalien zu produzieren. 5 Tonnen Chemikalien. Gibt auch Wasserkühlung, okay? Ja, die schafft 5 Tonnen Chemikalien am Tag. Einziger Nachteil, du brauchst 250 Arbeiter. Alles andere ist hier irgendwie chemietechnisch echt mau. Finde ich jetzt. Hier, Nuklear Reprocessing Plant. Oh, Colonel Hogan auch schon. 95,5 Stunden. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas anderes habe hier. Chemietechnisch. Modular. Rock Crusher. Chicken Farm. Steel Mill V2. Chemieanlage. Schafft 8,4. Das ist, um den Abfall aufzubereiten, damit du den nicht für teures Geld entsorgen musst. Okay. Chemieanlage. So. Die schafft 8,4. Die braucht aber 420 Arbeiter und die braucht Pflanzen und Öl. Und Kies. Also so richtig der Burner sind die alle nicht. Bin ich jetzt. Plastic Chemical Plant V2. Die schafft 5,3. Die braucht auch Pflanzen, Öl und Kies. Ist auch nicht der Burner, ganz ehrlich. Das ist echt... Na... Ja, aber ich denke mal, wenn wir eine neue Stadt dann anfangen, dann können wir nicht gleich auf Nuklear setzen, weil das ist einfach zu teuer, glaube ich, am Anfang. Das könnte uns ganz ruckzuck in Coal Cleaner Shop. In Probleme stürzen.
Ja auch, ne? 0,40 Tonnen Chemikalien, ne? Du musst aber 8 Tonnen Pflanzen reinballern, 8 Tonnen Kohle und 12 Tonnen Öl. Also ganz ehrlich, es ist ein bisschen, da passt es irgendwie nicht von den Verhältnissen. Iron Smelting Shop. Factory Watchtower. Brick Factory. Aluminium, 52 Tonnen. So bald wie möglich halt, ja. Gute Idee. Auf jeden Fall. Uranaufbereitungsanlagen haben wir ja auch. Uranoxid. Uranerz. Uranumwandlungsanlage. Herstellung von Kernbrennstoffen. 0,56. Kunststoff. Ich wünschte, es würde eine richtige, gute Chemieanlage geben. Huge Chemical Plant. So, du brauchst 500 Arbeiter. Du brauchst 64 Tonnen Pflanzen und 1200 Tonnen Öl und 240 Tonnen Kies für 5 Tonnen Chemikalien am Tag. Das ist echt. Vielleicht sollte man ein bisschen was am Geld optimieren, um gleich richtig bauen zu können. Meinst du, sollte man jetzt irgendwie da was dran drehen oder was? Kein Kühlturm verbunden? Wieso sind doch verbunden? Wollen die mich verarschen? Kühlturm nicht ganz verbunden, hä? Auf der neuen Map meinte ich. Wieso zeigt denn immer an, kein Kühlturm verbunden? Es sind doch genug dran. Oder müssen die doch warm raus, kalt rein oder was? Weil das glaube ich nämlich eher hier. Da geht's kalt, der geht dann da raus. Warte mal. Ja, ich war jetzt durcheinander, sorry. Das ist korrekt. Das ist korrekt und da muss er wieder rein. Ach, steht aber auch ungünstig. Steht er hier wirklich ungünstig? Naja, ist egal. Hauptsache, ist angeklemmt, der Krempel. Ist jetzt nicht so dramatisch. Aber das ist halt für die Zukunft, wenn wir dann die neue Dings ansetzen. Okay, da geht's rein. Das passt. Okay. Es ist richtig, wenn auch nicht schön. Ja, wie gesagt, ne, das ist... Alter, lassen wir einfach mal ganz kurz hier so ein bisschen die Türme krachen. Das sieht schon krass aus. Wie gesagt, das ist jetzt nur Test. Ingenieure, Arbeiter, Firetrucks, Ambulanzen, Kernbrennstoff. Okay, lass mal gucken, was hier Kernbrennstoff kostet. Containertyp. Was ist mit den Containern hier? Wähle Bauplan für die Produktion. Nimmt aber gut. Du könntest auf neue Map die Zollhäuser setzen, die Ressourcen optimieren und mit mehr Geld starten. Dann geht es gleich los. Ja, können wir machen. Können wir dann machen. Wie gesagt, schlag gerne Karten vor für nächsten Sonntag. Und dann machen wir das auf jeden Fall.
bin da sehr offen für Vorschläge. Mal sehen, ob... Ich will mal sehen, ob hier irgendwas passiert. Ich frage mich, ob die Kühlhäuser dampfen oder... Kühlhäuser. Ob die da irgendwie, ob die dann, keine Ingenieure oder Arbeiter. Okay, das kriegen wir auch noch hin. Mal ganz schnell. Ich will das nur mal angucken. Wo bist du denn? Ich brauche mal jetzt ein Haus. Wer wollte nicht schon immer neben einem Atomwerk wohnen? Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Wie gesagt, das ist jetzt hier nur wild. Das ist jetzt echt wild. Mal spannend. Ah, ich sehe unsere Rubel runterrollen. Das ist schon ein Grad derbe. Lass mal ein paar Leute hier einkaufen. Mal gucken, ob was passiert, ob hier irgendwas... Aha, Produktion läuft. Boah, die Rubel gehen runter ohne Ende. Ja, kannst Essen auf dem Balkon stellen, wird automatisch gekottert. Alter. Ja. Wenn die Dinger jetzt noch qualmen würden, ne, so irgendwie Rauch oder sowas rausgehen würden, das wäre schon... Ja, laufen tut's. Produktion wird... So. Keine Container gelagert. Wie ist das mit den Containern jetzt? Bin ich da ein bisschen überfragt. Keine Container. Was wenn wir irgendwie noch eine Containeranlage anklemmen oder was? Das ist für den Abfall. Die kommen automatisch. Ah, okay, gut. Okay. Sehr gut. Ja, aber guck mal, das haben wir mal eben so außer Not rausgeboren, sage ich mal. Du musst die nur wegholen. Und dann zu so einer Aufbereitungsanlage, ne? Am besten. Zu so einer Aufbereitungsanlage. Kannst du üb... Kernbrennstoffe kannst du üb... Ja, ist schon, also, ja, oder Zoll aus. Na, etwas machen die Augenringe. Geht. Besser. Nicht viel, aber besser. Boah. Ja, also, viel besser nicht. Echt heftig, ey. Ich muss mich mal echt mal wieder richtig ausschlafen. Am besten so 10, 15 Stunden oder sowas. Ich glaube, dann würde ich mal wieder richtig fit werden. Also noch wird hier kein Zeugs produziert. Aber wie gesagt, es gehen tut es. Ne, das ist okay. Und der hier produziert ja auch. Ohne Ende. Ne, also theoretisch, das klappt alles. So. Also so aus der Ferne betrachtet, dafür, dass wir das jetzt eigentlich nur so hingeballert haben, gar nicht mal so schlecht.
Okay, Abfall funktioniert nur leider nicht. Okay. Okay, jetzt blinkt es hier. Lass mal ganz kurz gucken, stromtechnisch. Weil die sind da hinten am Meckern. Dass wir mal ein bisschen Strom hier bekommen, die Leute. Ist auch eine schöne Vorstellung, dass die Fässer einfach offen schon stehen. Wenn du dir ein Spiel bei Epic holst, egal ob kostenlos oder nicht, bekommst du einen 10-Euro-Gutschein. Ja, ich weiß. Ich weiß, aber ich habe gerade kein Geld, um mir was zu kaufen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, welches Spiel ich mir da kaufen sollen würde, momentan. Also ich habe da jetzt keinen großen Wunsch. Ich habe nämlich so viel noch offen eigentlich. Ich habe Days Gone noch offen. Ich habe Resident Evil Village noch offen. Also ich habe momentan genug Projekte. Eigentlich. Ich komme bloß nicht dazu, das abzuarbeiten. So, jetzt müssten die auch Strom haben. Oh, Strom haben sie. Ja, Temperatur ist natürlich auch zu niedrig. Das ist klar. Aber theoretisch läuft es. Dann kann ich mal einen Schluck trinken. Aber wir können ja mal was schauen, ob das jetzt genutzt wird. NBA ist kostenlos. Hab's mir gerade mir die 10 Euro einzuschalten. Ja, okay. Ja, NBA habe ich mir auch geholt. Hier nichts. Nichts. Ja, es ist so erbärmlich, ne? Das, hier geht es nicht und hinten geht es. Also es ist irgendwie... Keine Ahnung, also... Ja, auch nicht, ne? Selbst hier bei den Vanilla-Dingern... Nicht. Ist der Hammer. Ist echt der Hammer. Ne? Jammern rum wegen Sport und gehen nicht. Also definitiv Buggy hier. Eigentlich schade um den schönen, um der Gutschein geht und endlich eins kurz uns das Game muss mindestens 15 Euro kosten. Zu wie vielen Leuten kann man eigentlich NBA zocken? Multiplayer technisch? Nur mal so eine Frage. Frag dafür einen Freund. Nur so eine Idee. Frage für einen Freund. Frage nur für einen Freund. Lurken, okay. Ein paar Erinnerungsfotos. Ich habe noch keine Ahnung. Ah, okay. Also wenn man das Multiplayer-mäßig zocken kann, zu, was weiß ich, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leuten, könnte man da echt auch was auf die Beine stellen.
So. Ah, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt noch Folgendes. Wir werden... Entschuldigung. An dieser Stelle dieses Let's Play jetzt beenden. Aber den Stream noch nicht, sondern wir werden mal gleich, das dauert nicht lange, mal einen Blick werfen in Life is Feudal. Einfach mal just for fun. Na, ich denke mal, wir haben das Let's Play hier würdig heute nochmal zu Ende gebracht mit ein paar Testsachen. Und nächstes Mal nehmen wir eine neue Karte, dann sollte es auch mit dem Sport wieder funktionieren. Und ja, ich würde mal sagen, wir verabschieden uns von dieser Karte. Gehen und bis nächstes Mal auf eine neue Karte, die ihr mir gerne zusenden könnt, wenn ihr Vorschläge habt. Nehmen wir die. Und dann machen wir das so. Ne? Also verabschieden wir uns von Edco und Co. Und sehen uns auf einer neuen Karte wieder mit Workers and Resources.